So, liebe Freunde, herzlich willkommen zur vierten Folge Devil May Cry. Und wir fangen quasi genau da wieder an, wo wir aufgehört haben. Nämlich beim Laternenzerschlagen. Um die ganzen feinen roten Kügelchen mitzunehmen. So, was haben wir denn jetzt hier? Da oben ist eine Seele. Okay. So, Leben haben wir auch noch, ja. Ruhe. Och, was ist das denn hier? Ein... Ich vermute mal Kupferschlüssel. Ja, Spitze, keine Verbesserungspunkte. Dann eben nicht. Nein. Ich muss einen anderen Weg finden. War ja zu erwarten. Ja, du Sau, ey, vertraust mir voll die Kombo, ja. Oh Mann. Und nochmal genau. Scheiß Kettensäge. Da haben wir nochmal Leben, das nehmen wir auch gleich noch mit. Bam. Er ist jetzt nicht dein Ernst. Da oben ist auch noch so eine Tür. Ach man, da war doch diese Seele zu, da wollte ich doch hin. Noch ein heiliger Gral? Oh! Ist doch nicht wahr.
Sollten wir vielleicht doch mal warten. Jo. Hunter, Hunter, ist es möglich? Ist es möglich? Eine neue Fähigkeit, Engelschub, befördert deine Vorwärts, solange er sich in der Luft befindet. ET plus A. Okay. Jawohl. Das sieht doch geil aus. Boah, da kommt mal verdammt große Klippen drüber, du. Verwende einen Schub gegen Sprung größere Abstand zu anders. Ja. Hab ich ja schon gemacht, ne? Gedrückt, um den Schub zu verlängern. Ja, ach nee. Engelschub und Schwung können verbunden werden. Man könnte auch einfach mal runterfallen, ist überhaupt gar kein Problem. Warum? So langsam kriege ich's hin. Schub und Dämonenallergien verbunden werden. Ja. Mal schauen, war völlig easy, nicht mal ein Gegner. Wie langweilig. Was versteckst du da drin? Was weißt du noch von deiner Kindheit? Pathos. Ja, von mir aus. Oh, da bin ich auf Start gekommen. Out! Ficker, ja. Na, oh mein Gott. Ich bin gestorben. Aber ich habe eine goldene Kugel, ein Glück. Kugel verwenden. Na.
Cat, bin auf dem Weg. Ja, wie es aussieht, kommen wir hier erstmal nicht weiter. Oh. Versteckt ihn noch so ein kleiner Ficker. In der Luft um den. Ja. Weiß ich Bescheid. Silver Sachs Tower. Die mächtigste Investmentbank der Welt. Und wer leitet sie? CEO Kyle Ryder. Eine menschliche Hülle. Das physische Erscheinungsbild von Mundus. Durch Schulden kontrolliert er die ganze Welt. Für Mundus ist die Welt eine Zuchtfabrik für menschliche Seelen. Und er hält sein Vieh gut überwacht und fügsam. Für die Überwachung verantwortlich ist die Raptor News Corporation. Ein globales Netzwerk von Überwachungskameras, Satelliten und Spionen. Das Mittel zur Fügsamkeit ist allerdings etwas hinterhältiger. Was denn? Du trinkst es gerade. Das erfolgreichste Erfrischungsgetränk überhaupt, Virility. Die Rezeptur ist dämonisch. Ist okay. Es hat keine Wirkung auf uns, nur auf Menschen. Lobotomie aus der Dose. Wie gehen wir vor? Das ist das Höllentor. Die Verbindung, aus der Mundus seine Macht schöpft. Solange er mit dem Höllentor verbunden ist, ist er unsterblich. Doch wenn wir ihn fortlocken könnten, würden unsere Schwerter ausreichen. Und wie machen wir das? Seine Aufmerksamkeit wecken. Mundus ist engstirnig und impulsiv. Wenn wir ihn so wütend machen, dass er die Kontrolle verliert, wird er sich uns zeigen. Okay, also um Mundus zu töten, müssen wir ihn vom Höllentor weglocken. Und dazu machen wir ihn wütend. Ganz grob gesagt, ja. Und wütend wird er, wenn wir das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen. Genau. Und womit sollen wir anfangen? Jo, Mission abgeschlossen. Siebunge Doppel-S, Zeit S. Sehr nice. Haben wieder nicht viele Serien gefunden. Ein Tod, auch nicht toll. Aber Endpunkt toll ist. Zwei Verbesserungen, auch okay. Was haben wir denn hier? Eine Ebony, nein, wollte ich nicht. Osiris. Kann länger gehalten werden, genau das wollte ich. Hier. Dann der konzentriert zu sehen, dämonische Energie entfesselt, beeindruckend Schlag, der dreifachen Schaden verursacht. Ja, nehmen wir mit. Weiter geht's. Sie wissen jetzt von dir, Dante. Bleib unauffällig. Mundus weiß nicht, dass ich existiere, also werde ich mich versteckt halten, bis wir bereit sind. Cat kennt die Virility-Fabrik und weiß, was darunter liegt. Sie wird dich führen. Sehr ungesund. Unauffällig bleiben. Oh, komm schon! Sie haben mich in den Limbus geschleppt. Die Kamera hat dich bemerkt. Sie müssen nach dir auf der Suche sein. Du musst sie ausschalten. Ich weiß. Und gleich gibt's Ärger. Stickio. Dann geh. Ja, komm mal her, ja. Yeah.
Alle weghauen. Wutbrecher. Au! Du Sau! Hast mir meine Combo versaut. Und reiß dich in Stücke. Genau. Oh, was ist hier los? Wie soll ich denn da hinkommen zu der Seele? Ah, alles klar. Hey, Schlangenauge. Dass das passiert ist. Die Stadt selbst versucht, dich aufzuhalten. Super. Virgil hat mir die Standorte der Kameras geschickt. Wir sollten sie besser umgehen. Folge mir. Oh, was ist das denn? Geht das nicht kaputt? Was zur Hölle? Was ist das denn? Drücke schnell wiederholt, um die Dunjabber zu zerschießen. Gar nicht mal schlecht, Mädels. Da ist ein Schlüssel. Wie kommen wir denn da hin? So schon mal nicht. Geschützter Pathos. Ich hab ein Schild. Au, Mann! Bäm. Kettensägenmann kaputt. Kirsch. Da. Was soll ich denn da hinkommen? Ja, so scheine ich ihn schon mal zu treffen. Oder? Ja, ich treffe. Und ich hab'n.
Neue Verbesserungsgegenstände, das haben wir auch noch alles. Kaufen wir mal noch so eine goldene Kugel. Falde, wir sterben. Was ist da denn? Eine Seele. Da ging es bestimmt noch weiter hier oben. Ja, hier geht's noch weiter. Ach, der Schlüssel. Oh, okay, das war der Schlüssel, den ich von unten gesehen habe. Nehmen wir doch mit. Da bist du. Hier bin ich. Das ist nicht gut. Das sind die Wände. Nichts wie das. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Frostritter. Was? Okay. Ah, Asta. Ich behaupte mal, ich kann ja nur Schaden machen mit Engelswaffen. Und wieder eingefroren. Mann, da trifft er mich schon wieder, dieser hässliche kleine Pisser. Was hat man die ganze Combo? So, was haben wir denn hier? Statue. Ein Verbesserungspunkt. Genau. Ja, Treffer verursacht Beben in einem gewissen Umkreis. Ja, das nehmen wir mit. Da ist doch schon wieder so eine Seele. Wie soll ich denn da wieder reinkommen? Ah, nice. Falsche Waffe. Einfache Bewegung euch als Ziel innerhalb der Zeit. Machen wir doch. Erstmal voll die falsche Taste erwischt, ja. Und erstmal runtergefallen. Warum nicht?
Ach, das ist schon das Ziel. Das ist ja easy. So, liebe Freunde, das war's halt schon wieder mit der vierten Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge DMC. Bis morgen, tschüss.